Ja, hallo, mein Name ist Philipp Hahn. Ich bin von der Firma Univention aus Bremen. Wir sind Hersteller des Univention Corporate Servers und der Vortrag ist überschrieben mit Neuigkeiten aus dem Maschinenraum. Meine Vorstellung, was macht eigentlich Univention noch so außer dem Produkt Univention Corporate Server und was beschäftigt uns eigentlich da auch noch so. Zu meiner Person selber. Linux setze ich seit irgendwann 95 selber privat ein, bin seit 2002 auch Debian-Entwickler und bin dann 2009 zur Firma Univention gekommen und seitdem eben dort Open Source Software Engineer. Inzwischen eben so für die Bereiche, ich sage immer für die niederen Bit-Ebenen, wo es stinkt und knallt, also von Linux-Kernel über Network-Stack. Ehemals unsere ganze Virtualisierungsplattform und mache eben auch ganz viel bei uns im Bereich Infrastruktur, also an den Sachen arbeiten, damit meine Kollegen arbeiten können. Gut, zur Firma selber. Die Firma Univention gibt es seit 2002 und wir sind eben Open Source Softwarehersteller. Das heißt, alles das, was wir machen, steht eben auch eins zu eins im Internet zur Verfügung. Man kann reingucken, was wir machen, auch was wir seit 2002 gemacht haben. Da hat sich in den Jahren viel geändert. Wie gesagt, ich selber begleite das Ganze seit 2009 und auch in den 13 Jahren hat sich schon jede Menge geändert und weiterentwickelt. Als ich damals angefangen habe, gab es nur einen Standort, Bremen, wo ich dann auch angefangen habe. Inzwischen haben wir eben weitere Standorte auch in Leipzig und Berlin und eben auch in den USA. Auch vor Corona waren wir schon über Deutschland verteilt. Das heißt, unsere Kollegen sitzen eben inzwischen auch verteilt über die ganze Bundesrepublik und arbeiten sowieso von zu Hause. Von daher hatten wir Glück mit Corona. Wir waren gut vorbereitet, weil wir waren vorher schon ziemlich gut verteilt. Und wir haben eine Vision. Die ist hier beschrieben mit digitale Souveränität und Unabhängigkeit beim Einsatz von IT. Wir probieren eben mit unseren Lösungen eine Alternative zu den großen Playern zu schaffen. Wer eben kein Microsoft Windows haben will, wer nicht Office 365 oder die Google-Lösung oder was auch immer einsetzen will, aus welchen Gründen auch immer, sei es, dass einem die Preispolitik nicht gefällt oder dass man eben doch nicht seine Daten aus der Hand geben will. Für die hoffen wir eben, dass wir also eine Alternative schaffen können, um das Ganze eben mit Open Source Lösungen auch hinzubekommen und dafür eben dann einen gleichwertigen Ersatz zu haben. Wie gesagt, alle unsere Sachen sind 100% Open Source. Man kann reingucken, man darf auch gerne, ich habe gerade vorhin einen Beitrag über Code Review hier selber besucht, auch reingucken, Verbesserungen uns mitteilen. Und darüber haben eben auch schon etliche Sachen oder Verbesserungen eben den Weg in unser Produkt gefunden, sodass eben dann auch alle inzwischen davon profitieren können. Wir haben so einen Kernbereich, auf dem wir eben arbeiten, und das ist eben Identitäts- und Rechtemanagement. Das heißt, es geht eben darum, in einer Firma, in einem Unternehmen, in einer Behörde, in einer Einrichtung, gibt es eben Benutzer, die das Ganze benutzen. Typischerweise will man die eben in einem zentralen Verzeichnisdienst vorhalten, dass man eben dann von einer zentralen Stelle aus sagen kann, wer darf eigentlich was, wer hat welche Rechte. Und darüber hinaus eben dann auch auf verschiedene andere Produkte zugreifen kann. Das kann auch wieder Produkte von anderen Herstellern sein, die man eben selber in seinem eigenen Rechenzentrum betreibt. Aber natürlich gibt es inzwischen auch sehr viele Cloud-Lösungen. Das heißt, wenn man sich zum Beispiel den heutigen Schulalltag anguckt, dort gibt es eben dann Lernplattformen. Die Schüler werden zentral eben von der Stadt oder dem Träger verwaltet.
Und wenn so eine Stadt oder ein Träger eben dann auch mit solchen Verlagen oder Bildungsplattformen Verträge abschließt und sagt, so jeder Schüler, der bei uns in der Stadt aktiv ist, soll dieses Angebot nutzen können, ist eben immer die Frage, wie kombiniert man das Ganze eigentlich? Wie kommt denn dann der Schüler irgendwie mit seinem Schullogin nachher auf den Verlag zu der Bildungsplattform hin, sodass er darauf zugreifen kann? Und wenn man sich überlegt, wie viele Bildungsträger und Schulen es in Deutschland gibt und wie viele auch Lernplattformen und Verlage es gibt, wenn man in Mathematik aufgepasst hat, dazwischen steht irgendwie ein Malzeichen, wenn man das konfigurieren will, wird das also dann ein großes Projekt. Mehr dazu auch später. Und in dem Bereich bewegen wir uns auch. Wir haben angefangen eben in Bremen an den Bremer Schulen, weil die hatten eben solche Probleme und sind darüber eben gewachsen und bieten unsere Lösung eben inzwischen dann auch deutschlandweit an und sind da eben auch nachgefragt. Gut. Unser Kernprodukt ist, wie gesagt, der Univention Corporate Server. Das ist klassisch kann man das eben noch per ISO-Image installieren, runterladen. Steht bei uns auf der Webseite eben frei zur Verfügung, hat auch keinerlei Einschränkungen. Ist also alle Funktionalität dabei. Wie gesagt, den komplette Quellcode dafür ist auch öffentlich einsehbar. Man kann damit alles machen. Und womit verdient Univention dann eigentlich ihr Geld? Und auch das ist gerade in einem Vortrag schon angeklungen. Firmen, Einrichtungen brauchen Support. Wenn mal was nicht funktioniert, an wen wende ich mich dann? Ich weiß aus meiner Universitätszeit mal selber irgendwie eine Linux-Umgebung aufgesetzt. Und wenn man aber dann hergeht und sagt, so, an wen wende ich mich denn, wenn ich ein Problem mit dem Linux-Kernel habe? An wen wende ich mich denn, wenn der Apache-Webserver nicht läuft? An wen wende ich mich denn, wenn dann nachher irgendwie die Web-Applikation obendrauf nicht läuft? Kann man alles selber machen? Und hier sagen wir eben, okay, wir bieten eben ein Linux an, wir bieten dafür Service an. Man kann bei uns eben dann auch Support einkaufen. Wir helfen dann den Unternehmen, der Firma, dem Betrieb weiter, dass sie weiterarbeiten können. Und wir unter der Hand lösen die Probleme entweder selber, spiegeln sie dann auch zurück zur Open Source Community, wenn es eben dann Probleme im Linux-Kernel gibt oder wo auch immer, oder arbeiten eben auch mit den Entwicklern direkt zusammen. Hier unten rechts ist Samba 4-Wert, das ist für uns eine sehr wichtige Komponente, weil viele Firmen brauchen Windows-Dienste. Und Samba 4 hat sich in den letzten Jahren auch stark weiterentwickelt. Man kann damit eben tatsächlich Microsoft AD ersetzen. Aber wenn es dann da eben mal nicht, wenn noch irgendwelche Funktionalitäten fehlen, dann arbeiten wir eben auch direkt mit den Samba-Entwicklern zusammen und sagen so, hier ist noch eine Lücke, hier fehlt noch etwas, was Samba 4 daran hindert, eben im Unternehmensfeld eingesetzt zu werden. Wir brauchen dieses Feature, das steht vielleicht jetzt gerade nicht auf eurer Roadmap, aber wir haben Interesse daran, wir haben auch zahlende Kunden, wir sind auch durchaus bereit, eben dafür Geld auszugeben, um dann eben mit Leuten zusammenzuarbeiten, um eben auch Open Source Software reif für den Einsatz im Unternehmen zu bekommen. Zweiter Punkt, sozusagen, bis dahin kann man sagen, okay, ist vielleicht nur eine Linux-Distribution oder eine weitere Linux-Distribution. Was wir dann selber eben auch noch machen, ist eben obendrauf unsere Management-Oberfläche zu bauen. Eben zu sagen, so, wer mit Linux groß geworden ist, fühlt sich auf der Kommandozeile beheimatet, aber es gibt eben auch ganz viele Administratoren, die brauchen irgendwie eine grafische Benutzungsoberfläche, über die sie eben ihre Benutzer anlegen können oder eben auch einfach Alltagsprobleme lösen können, weil nicht jedes Unternehmen hat eben auch einen Vollzeitadministrator, der tagtäglich damit arbeitet. In vielen muss es nebenbei passieren und für solche Leute braucht es eben auch einen einfachen Zugang. Und da haben wir eben auch investiert und sagen, okay, wir haben eine Oberfläche, mit der kann eben auch ein Administrator, der das eben jetzt nicht studiert hat und damit groß geworden ist, eben auch ein Unternehmensnetzwerk vielleicht im kleineren Rahmen dann verwalten und eben mitwachsen. UCS lässt sich eben in unterschiedlichen Größen einsetzen. Das kann die Fünf-Mann-Firma sein.
aber eben dann auch ein größeres Unternehmen mit hundert oder tausenden Benutzern. Paar Beispiele zu nennen. Wir arbeiten mit Orange in Frankreich zusammen. Die haben irgendwann mal ihre Mail-Lösung und Groupware-Lösung abgelöst und brauchten eben dann einen Partner, auf dem sie sozusagen mit Open Exchange aufsetzen können. Und dort läuft eben unten drunter UCS. Das heißt, wir betreiben dort für 30 Millionen Kunden eben unten drunter die Infrastruktur mit dran. Andere Beispiele ist die Oldenburgische Landesbank. Eben mit mehreren hundert Virtualisierungsservern und x-mal so vielen virtuellen Maschinen. Inzwischen haben wir eben auch andere Schulträger. Stadt Köln ist eine unserer größten Installationen, wo wir eben dann jetzt nicht den Desktop für die Schüler zur Verfügung stellen, aber zumindest die Infrastruktur bereitstellen, dass eben dann auch Schulalltag funktionieren kann. Gerade im Schulumfeld haben wir eben da noch was, was wir oben drauf setzen. UCS, was ich gerade vorgestellt habe, richtet sich eben an ja, das 0815 Unternehmen, an Banken, an Firmen, an Behörden. Mit UCS School gibt es noch mal etwas, was sich oben drauf setzt, was eben dann nochmal dafür ausgerichtet ist, zu gucken, was braucht man eigentlich im Schulalltag. Gestartet eben auch in Bremen. Ganz einfaches Problem. Nicht an jeder Schule gibt es eben einen Administrator, der dann jedes Problem auch lösen kann. Und Bremen hat eben dann den Schul-Support-Service eingeführt und gesagt, es gibt eine zentrale Stelle, da sitzen eben auch Mitarbeiter, die sind anrufbar. Wenn an irgendeiner Schule in Bremen irgendwo was klemmt, der Server nicht bootet oder sonst was, das Netzwerk funktioniert, gibt es dort eben dann zentral Leute, die helfen können und eben auch dafür da sind. Und in diesem Rahmen ist eben dann auch UCS School entstanden, wo eben dann auch die Leute gucken können, so. Die Schulen haben alle ihren eigenen Server, sollten autark sein, wenn eben auch mal die Internetverbindung ausfällt, und können dann weiterarbeiten. Aber geht eben dann auch weiter, richtet sich eben auch an Lehrer. Wenn man eben dann denkt, in den ersten 2 Stunden ist der Informatikkurs im Rechnerraum, braucht dafür Internetzugang. Dritte, vierte Stunde ist der Biologiekurs da, braucht jetzt aber eben keine Linux-Umgebung, in der programmiert wird, sondern eine Windows-Umgebung, wo eben dann die Biologie-Lernsoftware verwendet werden kann, bevor in der fünften und sechsten Schule eben Stunde eben dann der Leistungskurs irgendwie seine Informatikarbeit dort schreiben soll und dann bitte keinen Zugriff aufs Internet haben soll, um irgendwie vorbereitete Lösungen dort abrufen zu können. Dafür gibt es eben hier in UCS School dann auch Lösungen, um eben solche Szenarien zu verwalten und eben auch dafür zu sorgen, was passiert eigentlich, wenn Schüler jetzt innerhalb von Bremen zwischen der Schule wechseln? Wie kommt der dann in die neue Klasse raus? Wie fliegt er aus der alten Klasse rein, dass eben auch dort die Daten eben vorgehalten werden? Genau. Und gerade Schule ist eben ein sehr sensibler Rahmen. Also gerade im Rahmen von Corona hat man es eben auch bekommen, so welche Videokonferenzlösung setzen wir ein? Kaufen wir irgendwie was ein, stellen die Daten dann Zoom und wie sie alle heißen irgendwie zur Verfügung? Oder muss es eben dann die Open-Source-Lösung sein, basierend auf Jitsi oder Big Blue Button? Und wie skaliert das Ganze denn eigentlich dann, wenn ich eben eine Schule habe mit 1000 oder 10.000 Schülern? Funktioniert das Ganze dann eben auch noch? Und hierfür stellen wir eben dann auch Schnittstellen zur Verfügung, um eben dort externe Systeme anzubinden, um das Ganze eben steuern zu können, um eben dann auch solche Lösungen da anbinden zu können. Ein weiterer Punkt, der ist eben bei uns auch in den letzten Jahren dazugekommen, ist eben, dass wir uns inzwischen eben als eine Plattform sehen. Im Gespräch mit ganz vielen Firmen kam eben immer wieder zurück, wir haben ja tolle Open-Source-Produkte, wir haben ein Nextcloud, wir haben ein OwnCloud, wir haben ein Open Office, wir haben irgendwie eine Backup-Lösung. Und die kann man auf jedem Linux installieren.
Aber muss eben die Frage stellen, will man das eben auch? Und wenn man eben mal ein SUSE mit einem Red Hat, mit einem Mint, mit einem Debian verglichen hat und irgendwo unterscheiden sie sich immer, und dann fängt es eben auch für die Hersteller an und wird anstrengend, wenn sie eben gucken müssen, so, wie kriege ich jetzt eigentlich meine Anwendung auf einem Plain Debian installiert? Kriegt man noch irgendwie hin. Aber wie sieht es dann jetzt eben aus, wenn ich das eben in einer größeren Umgebung haben will, wenn ich jetzt eben einen Verzeichnisdienst haben will, wenn ich das irgendwie angebunden haben will an meinen Mitarbeiter, Datenbank, um eben dann auch zu sagen, so, wer darf denn jetzt eigentlich was? Und in dem Gespräch haben wir eben so einen Marktplatz geschaffen, wo wir einfach sagen können, wir von Univention haben unserem Produkt eben die grafische Benutzeroberfläche. Darüber decken wir schon mal so einen gewissen Grundsatz an Funktionalitäten ab. Ihr kriegt von uns die Benutzerdatenbank. Wir kümmern uns darum, dass ihr darunter eine stabile Basis habt. Und darauf könnt ihr dann eure Software aufbauen. Und hier sind jetzt so etliche Beispiele angegeben. Ich kriege es jetzt gar nicht alle hin. Wer die Logos kennt, irgendwie Bareos und Element und OpenExchange und Kupano, wie sie alle heißen, die findet man eben bei uns inzwischen übers App Center, es sind auch deutlich mehr. Und die binden sich eben dann an unser Identitäts- und Access Management ein, sodass man eben dann auch sehr einfach sagen kann, so, ich will jetzt eine Groupware-Lösung haben. Aber welche nehme ich denn jetzt? Nehme ich jetzt OpenExchange oder nehme ich Copano, dass man eben auch mal beide vergleichen kann, um eben dann die für sich beste Lösung hier rauszusuchen. Im unteren Bereich gibt es eben dann auch noch so eine zweite Sparte oder das kommt eben dazu, viele dieser Sachen laufen eben inzwischen auch im Web. Also das heißt, es ist nicht mehr so eine klassische Anwendung, die man eben auf seiner eigenen Hardware betreibt, sondern eben ist es eine Web-Anwendung. Wenn man aus der Windows-Welt kommt, würde man sagen, okay, die binden sich irgendwie an das AD an und machen darüber dann die Authentifizierung. Aber auch hier haben wir eben sozusagen das Äquivalent, dass wir sagen können, okay, ihr verwaltet eure Identitäten in einem UCS. Wir haben einen Connector, der legt eben dann bei Moodle oder bei der Google G Suite oder bei Office 365 oder Apple School Manager eben dann die Konten an für eure Schüler oder was auch immer. Wenn ihr das eben nutzen wollt, verwaltet ihr wie bisher alle eure Identitäten über UCS und wie man eben dann hier in der Web-Anwendung die Sachen anlegt, das steckt, das Wissen, die Technik dafür steckt in unseren Konnektoren und passiert eben hier unter der Hand. Hier sind einfach mal so ein paar unserer Kunden eben gesagt, da sind eben, wie gesagt, Stadt Köln habe ich schon erwähnt, wer hier ein bisschen durch die Räumlichkeiten gelaufen ist, wird eben dann auch irgendwo Dataport begegnet sein, mit dem wir eben hier für Schleswig-Holstein gemeinsam an einer Lösung arbeiten und eben einige mehr, da möchte ich jetzt gar nicht im Detail weiter drauf eingehen. Das einfach mal so, damit ihr wisst, was macht eigentlich dieses Unternehmen, womit beschäftigen wir uns. Und um jetzt eben so ein bisschen Plauderei auch mal aus dem Maschinenraum zu haben, habe ich einfach mal hier eine Folie reingeschmuggelt, um zu sagen, so, wie haben wir eigentlich angefangen? Also wie gesagt, 2002, seit 20 Jahren gibt es jetzt irgendwie das Produkt Univention Corporate Server und wir hatten gerade selber bei uns intern so eine kleine Feier, wo dann eben auch nochmal das erste Bild vom ersten UCS-Server gezeigt wurde, der eben ein einziges Büro, da saßen alle Mitarbeiter zusammen, über dem Rechner irgendwie die Kaffeemaschine mit einem Tablett dazwischen, damit kein Kaffee reinläuft, und basierte eben auf Debian 3.0 Woody. So, und seitdem hat sich irgendwie auch jede Menge entwickelt, jede Menge Python-Versions-Updates, also ein Großteil unseres Servers ist eben in der Programmiersprache Python geschrieben.
Inzwischen sind wir zum Glück auch mit UCS5 bei Python 3 wenigstens schon mal angekommen. Wir sind gerade noch dabei, die letzten Reste von Python 2 zu entwickeln, zu entfernen. Aber es ist eben einfach auch, wenn man guckt, wie viel Code, wie viele andere Anwendungen sich bei uns andocken, die eben alle irgendwann mal mit Python 2 angefangen haben, bis man das alles auf Python 3 bekommen hat, ist eben auch ein großes Mammutprojekt. Und kostet auch sehr viel Zeit. Zwischendrin gab es eben dann auch hier so Geschichten. Zu UCS 2.4 haben wir dann als Virtualisierungsplattform mal Xen eingeführt. Irgendwann kam dann der Wunsch auf, ja, wir hätten auch gerne noch KVM. Und 2010 steht hier, das war genau die Zeit, wo ich angefangen habe. Ich erinnere mich noch, das war mein Startprojekt. Ich habe also diesen Univention Virtual Machine Manager geschrieben. Wer ihn kennt, darf mich verfluchen. Zu 5.0 haben wir ihn abgekündigt, weil wir einfach festgestellt haben, wir sind nicht die Experten für Virtualisierung. Gerade eben hat man einen Vortrag irgendwie über Proxmox. Es gibt Firmen, die konzentrieren sich darauf, die können das wesentlich besser, wo wir eben dann auch sagen, manche Dinge machen wir nicht mehr. Es gab mal einen Univention Groupware Server, das heißt, wir hatten eben auch mal eine eigene Groupware-Lösung. Haben wir auch inzwischen eben nicht mehr, weil wir gesagt haben, es gibt andere, die das besser können. Und ja, wo wir gerade daran arbeiten, ist eben, wir haben noch zu UCS4, also 2014, ist auch schon wieder 8 Jahre her, unsere Oberfläche eben damals mit Dojo geschrieben, damals modern, heute kennt das kein Mensch mehr oder es will schon gar keiner mehr verwenden und deswegen sind wir eben auch gerade da dabei, unsere Oberfläche eben zu modernisieren und schrittweise dann derzeit auf Vue zu portieren. Mal gucken, wie lange das dann wieder dauert und was es dann irgendwie danach gibt. Wo wir gerade aktuell dran arbeiten, ist eben UCS 5.1. Da wird es eine größere Neuerung geben. Das ist Role and Access Model, wo es eben darum geht, dieses Berechtigungskonzept, was wir haben, sehr viel feingranularer zu haben. Beispiel Schule, wer darf eigentlich wessen Passwort zurücksetzen? Ein Lehrer darf das für seine Klasse, ein Schuladministrator darf es eben dann vielleicht für alle Schüler und Lehrer an der Schule, aber nicht für den Schulleiter und solche Sachen. Und wo es dann eben auch darum geht, das eben so weit auch durchzuplanen, dass es eben nachher auch in der Oberfläche ankommt, dass man eben gar nicht als Schüler dann den Button sieht, setze das Lehrer des Direktors, des Schulleiters zurück. Ja. Geht gerade bei uns relativ viel Energie rein und eben natürlich die regelmäßige Pflege unserer Basis. Wir basieren eben zu ganz großem Teil auf der Debian-Distribution, dazu aber gleich nochmal auf der nächsten Folie mehr oder übernächsten. Hier auch nochmal so ein Blick eben, ich habe es überschrieben mit Irr- und Umwege. Das waren eben alles mal Themen, die bei uns hochkamen, gerade eben Linux auf dem Desktop. Haben wir x Versuche gestartet? Es gab einen Univention Corporate Desktop. Das war eben dann mit Anbindung an die Authentifizierungslösung. Nach 2 Jahren haben wir es aufgegeben. Dann gab es das Gleiche eben für Thin Clients, also leistungsschwächere PCs, booten übers Netzwerk oder so etwas. Haben wir auch sein lassen. Dann kam mal das Thema hoch, irgendwie, wie kann ich irgendwie vielleicht wenigstens auf den Desktop-PCs Linux haben, aber ich lasse eben das eigentliche Betriebssystem, was die Leute brauchen, in einer virtuellen Maschine laufen. Kam aus dem Schulumfeld. Vorhin das Beispiel. Viele Lernsoftware gibt es leider eben nur für Windows. Und wenn ich denen sage, ihr kriegt jetzt ein Linux, haben die Leute ein Problem und damit eben auch ein Akzeptanzproblem. Aber der Informatikkurs will eben vielleicht das Linux haben. Und deswegen gab es mal die Idee zu sagen, okay, jede Klasse, jeder Schulblock kann eben dann wählen, für die nächsten 2 Stunden hätten wir gerne Linux, für die nächsten 2 Stunden hätten wir gerne Windows und danach was auch immer. Hat sich leider auch nicht durchgesetzt. Dann hatten wir eine ganze Zeit lang Univention Corporate Client. Das war eben dann die Idee, okay, wir bringen oder motzen ein Kubuntu so weit auf, dass man es eben nutzen kann.
Wurde auch nicht nachgefragt, lassen wir inzwischen auch sein. Aktueller Stand ist eben, wir geben zumindest Anleitung beziehungsweise haben unseren Domain Join Assistance, der einem eben dabei hilft. Wenn ich Linux auf dem Desktop einsetzen will, dann bringe ich das eben auch in, ganz einfach in eine UCS-Domäne rein, dass ich eben dann auch dort meine zentralen Benutzerdatenbank im Zugriff habe und was noch dazu gehört. Ein paar Zahlen nochmal zu UCS 5. Wir basieren eben gerade auf Debian 10 Buster. Ist auch nicht mehr das aktuellste. Nächsten Sommer, kann ich als Debian-Entwickler sagen, wird es dann hoffentlich schon wieder das nächste Release geben. Deswegen hängen wir da auch gerade zeitlich wieder hinterher. Um einen gewissen Einblick zu geben, was machen wir eigentlich? Wir nehmen Debian als Basis her. Ungefähr, ich habe vorhin nochmal nachgezählt, Buster hat ungefähr 58.000 Binärpakete. Gibt es 1:1 auch in UCS, bis auf 62 Quellpakete, die passen wir an. Da geht es eben dann darum, dass eben der Debian-Installer jetzt nicht eine rote Farbe hat, sondern eben unsere Univention grüne Farbe. Das sind schon mal irgendwie 20 Pakete und eben da noch Änderungen dran zu machen, dass das Ganze eben passt. Was wir eben da auch noch drin haben, ist eben dann Verknüpfung mit unserer LDAP-Datenbank. Das ist eben bei uns das zentrale Instrument, wo alles drinsteht, wo man dann eben auch nochmal beibringen muss, dass eben der DHCP-Server jetzt sich seine Informationen aus dem LDAP-Datenbank holt und solche Sachen. Ansonsten die ganzen anderen Pakete übernehmen wir inzwischen 1:1. Als ich damals bei Univention angefangen habe, war es noch anders. Da haben wir tatsächlich dann irgendwie alle Source-Pakete von Debian importiert und alle selber nochmal neu gebaut. Das haben wir inzwischen aufgegeben, sondern basieren da zu großem Teil einfach 1:1 auf den Debian-Paketen. Was noch oben drauf kommt, ist eben unser eigener Quellcode. Damit man mal eine Vorstellung hat, was das ist, also unsere Source-Repository sind mit 264 Megabyte, irgendwie fast 10.000 Dateien und 260.000 Zeilen Code, was sich so aufteilt auf die Hälfte ist Python, die restliche Hälfte, 24%, ist irgendwie Shellcode, wieder von die Hälfte ist irgendwie JavaScript und Vue-Code und dann haben wir noch einen ganz kleinen Teil C-Code. Und das Ganze, daraus werden eben dann 130 weitere Quellcode-Pakete und nochmal ungefähr doppelt so viele Binärpakete. Die bauen wir natürlich alle selber, schmeißen das Ganze eben ein Repository, stellen das nach außen zur Verfügung und dafür gibt es eben dann auch dann von uns Support. Das heißt, egal ob es eben dann unser eigener Quellcode ist, wo wir irgendwas eingebaut haben, was nicht funktioniert oder es fehlt etwas, aber eben auch für Debian, wenn es da Probleme gibt, kümmern wir uns eben als Firma Univention drum und arbeiten eben dann auch mit den Debian-Entwicklern gemeinsam daran, die Probleme zu lösen und da auch Lösungen zu finden. Oder gehen eben noch eine Etage höher, arbeiten eben auch direkt mit Kernel-Entwicklern zusammen oder, wie vorhin schon gesagt, mit den Samba-Entwicklern. Das ist sozusagen klassisch. Was wir aktuell jetzt noch haben, ist eben das, was ich gerade bisher vorgestellt habe, ist eben, damit sind wir groß geworden. Und damit haben wir Leute überzeugt und haben gesagt, so, das, was Univention macht, hat Hand und Fuß. Wir würden gerne mit euch gemeinsam Projekte machen, beziehungsweise eben auch, dass wir gesagt haben, so, wir haben mitbekommen, dass es verschiedene Initiativen gab, wo wir unser Fachwissen einbringen können und wollen, um eben auch dafür zu sorgen, dass wir eine gewisse digitale Souveränität wieder zurückerhalten oder behalten. Und hier sind jetzt ein paar Projekte aufgeführt und da will ich dann ganz kurz einmal drauf eingehen. Die sind teilweise eben auch hier vor Ort da, das heißt, gerne auch da nochmal direkt mit denen ins Gespräch kommen. Die D-Phoenix Suite, vielleicht schon mal gehört, es geht eben darum, eine, ich sag's mal, Musterlösung eben auch zu erstellen, wo man eben dann nicht
zu Microsoft oder Google oder Apple rennen muss, um irgendwie eine Groupware-Lösung zu haben, sondern eben dann auch sagen kann, so, ich möchte das eben mit Open-Source-Lösung machen, ich will aber nicht bei Null anfangen, sondern ich will eben eine Lösung haben, die vorbereitet ist, die miteinander zusammenspielt, die funktioniert. Und hier geht es eben dann darum, dass wir eben mit verschiedenen Open-Source-Firmen zusammenarbeiten, die eben jeder für sich auf ihrem Bereich Expertise haben. Zum Beispiel eben Jitsi im Bereich Videokonferenzen, Elements als Matrix-Client, Collabora eben um ein webbasierte Office-Lösung zwar, Open Exchange für die Groupware-Funktionalität, Nextcloud oder OwnCloud eben für Dateisynchronisation und Abgleich. Wir bringen uns eben ein, dass wir sagen können, wir stellen eben dafür dann das Identity und Access Management zur Verfügung und eben noch unser Portal, das heißt unsere Einstiegsseite, damit die Leute eben dann, auch wenn sie ihren Webbrowser eben dann dahin kommen, das nutzen wollen, eben auch wissen, wo geht es hin, welche Funktionalitäten gibt es, welche Partner gibt es, dass es eben hier eine Lösung gibt. So. Das ist zumindest die Vorstellung, dass es dieses Muster geben wird, aber eben angedacht, es gibt Alternativen. Das ist ja gerade, was auch die Open-Source-Welt auszeichnet. Es gibt eben nicht nur eine Videokonferenzlösung wie Jitsi, sondern eben auch BigBlueButton. Und wenn ich eben weiß, ich brauche BigBlueButton, dann soll das eben auch austauschbar sein. Es ist eben kein in sich abgeschlossener, monolithischer Block, wo niemand mehr was dran machen kann, sondern eben darauf ausgestellt, wirklich zu sagen, okay, wir gucken, was können die Leute gut, wir kombinieren das und holen die Leute mit ins Boot, um eben hier eine Musterlösung zu werfen, die man aber eben noch anpassen kann. Und das Zweite eben dann auch, in Unternehmen gibt es eben dann Fachverfahren, auch denen eben eine Möglichkeit zu geben, dann darauf zuzugreifen, dass es eben nicht ist, okay, das Fachverfahren funktioniert eben leider nur mit der Google-Lösung, und sondern eben zu sagen, nein, es funktioniert eben auch hier mit Phoenix. Das andere ging auch schon durch die Presse, Sovereign Cloud Stack, wo es eben darum geht, eben für Europa eben auch Cloud-Lösungen zu schaffen, um zu sagen, okay, wie kann eigentlich hier Europa eben wieder Unabhängigkeit von den großen Cloud-Scalern bekommen? Wie kann ich eben dann auch, wie schaffen wir es, uns eben nicht abhängig von den Cloud-Scalern zu machen? Wo kann ich als Firma, als Unternehmen hergehen, sagen, okay, ich habe jetzt hier eine tolle Web-Anwendung, ich brauche dafür irgendwie eine Cloud-Lösung und ich starte heute bei Provider A. Und wenn mir dessen Gebaren morgen nicht mehr gefällt, sei es preispolitisch oder dass mir dessen Datensicherheit nicht passt oder aus irgendwelchen anderen Gründen, dass man eben auch sagen kann, okay, es gibt irgendwie eine gemeinsame API, ich kann eben dann auch einen Provider verlassen, ich kann mehr oder minder einfach zu einem anderen wechseln, kann mir eben auch da wieder hier meine Bausteine zusammensuchen und da eben weitermachen. Ich bin eben nicht bis ans Ende der Tage auf Gedeih und Verderb einem Hyperscaler ausgeliefert. Weiteres Projekt Kolibri, das war eher so eine Ausschreibung, eben wo das, Bundesministerium gesagt hat, okay, wir haben da was vor, wir wollen eine nationale Bildungsplattform schaffen. Thema lebenslanges Lernen. Jeder hat mal von uns in der Schule angefangen und man will sich auch irgendwo weiterbilden. Man macht sich vielleicht irgendwann auf die Suche, was gibt es denn da noch für Möglichkeiten, sei es eben auch im schulischen Umfeld oder im universitären Umfeld oder im privaten Umfeld. Und wie kann man das eigentlich auch vernetzen? Wie kann man eben dann, wenn man weiß, okay, das Land Schleswig-Holstein hat eine tolle Bildungsplattform, wie kann man das eben dann auch anderen zugänglich machen? Da sind auch kommerzielle Provider eben
dann natürlich daran interessiert. Und hier ging es eben darum, dann einfach auszuloten. Wie kann sowas aussehen, ohne dass man jetzt irgendwie die zentrale Instanz schafft, wo eben dann jeder deutsche Bundesbürger irgendwie eindeutig identifiziert ist und bis ans Ende seiner Tage alle Daten über ihn darin abgespeichert sind. Und hier ging es eben dann darum zu gucken, okay, wie kann so etwas funktionieren? Es war als Wettbewerb ausgeschrieben und daraus entwickelt von den Lösungen, die eben hier da entwickelt wurden, damit geht es jetzt eben weiter, eben mit einem ganz starken Fokus eben darauf, auch zu sagen, okay, wir verfolgen diesen Open Source Gedanken, wir probieren eben jetzt nicht hier eine abgeschlossene Lösung zu entwickeln, sondern es eben auch für andere offen zu halten. Weiteres Projekt Possible, auch da geht es eben dann um die Zusammenarbeit. Also hier in der Mitte steht eben Gaia-X als eben die Infrastruktur, eben mit der jetzt eben auch Firmen untereinander Dinge austauschen können, wo es eben darum geht, dass Firmen zusammenarbeiten können, wenn eben Firma Nummer 1 eben als Groupware-Lösung Open Exchange nimmt, Firma Nummer 2 hat aber eben Colab. Wie kriegt man das zusammen? Und das ist vielleicht das gelöste Problem, aber wenn man jetzt eben darüber weiterdenkt, was passiert, wenn wir jetzt eben dann auch Chat haben wollen, um miteinander reden zu können? Wie sieht es aus, wenn wir irgendwie Dateien untereinander austauschen wollen? Wie sieht es dann aus, wenn wir irgendwie verschiedene Fachverfahren haben? Und da in diesem geht es eben darum, eben zu gucken, so wie kann man eben hier dann auch über Gaia-X eben eine Verknüpfung hinbekommen, dass eben hier auch Unternehmen zusammenarbeiten können, ohne dass man eben ständig Medienbrüche hat. Gut. Eine weitere Sache, die ist sozusagen auch inzwischen produktiv, ist der sogenannte ID-Broker. Vorhin schon mal erwähnt, das Problem, ich habe eben in Deutschland wie viele Tausende von Schulen. Auf der anderen Seite habe ich eben Verlage, die eben Lernmedien zur Verfügung stellen. Ich habe Lernplattformen und einiges mehr. Und die hatten eben echt das Problem, wo sie gesagt haben, okay, wir als, man muss ja nicht nur auf den großen Verlagen ausgeben, sondern auch von den kleinen Verlagen, die sagen können, wir können jetzt nicht irgendwie für 1000 Schulen in Deutschland jeweils eine eigene Lösung entwickeln, wie wir eben rausbekommen, der Benutzer, der jetzt hier gerade auf unsere Lernplattform surft, ist Schüler in der Hansestadt Bremen an Schule XYZ. Sondern hier ging es eben darum, jetzt etwas zu schaffen, womit man eben genau dieses Problem lösen kann, dass man eben sagen kann, okay, es gibt hier eine Komponente, an die können sich eben hier die Verlage anbinden, an die gleiche Komponente können sich eben die Schulen anbinden und dann ist es tatsächlich darüber eben jetzt möglich, dass ein Schüler sagt, okay, ich authentifiziere mich an meiner Schule, dass ich dort Schüler bin und kann eben damit, weil die Hansestadt Bremen eben zum Beispiel das Bildungsangebot von Verlag XYZ eingekauft hat, einfach das nutzen, ohne jetzt nochmal irgendwie selber dort einen Account anlegen zu müssen oder ohne dass eben jeder Verlag jetzt sich an jede Schule anpassen muss. Ja, kommen dann auch so langsam zu Ende. Also unsere Mission ist eben digitale Souveränität. Wir sind der Meinung, es braucht Wettbewerb. Ansonsten stagniert das Ganze irgendwo und man findet sich dann auch leicht eben mit halbgaren Lösungen ab. Man muss eben auch weiter denken, so wie kann es eben noch funktionieren? Wie können Alternativen aussehen? Wie kann es besser gehen? Eine gewisse Art der Kontrolle werden wir aber eben brauchen, um eben auch zu sagen, so, ich will eben nicht, dass meine Daten zu irgendwelchen Firmen abfließen, die eben dann damit irgendwelche künstlichen Intelligenzmodelle trainieren und da irgendwelche Daten ableiten. Ich will eben darüber ich möchte selbst bestimmen, was mit meinen Daten funktioniert, passiert.
Und in dem Umfeld sind wir eben aktiv, um eben da ja, Lösungen zu schaffen. Dass es eben nicht nur einzelne Hersteller sind, dass Benutzer eben sagen können, was passiert eigentlich mit den Daten? Ich möchte sie in meinem eigenen Unternehmen halten. Will aber eben auch auf Cloud-Angebote zugreifen können, wofür ich eben vielleicht nur ein Teil aus der Hand geben will. Und ja, wir möchten eben auch dafür sorgen, sozusagen, dass die Wertschöpfung irgendwo hier in unseren Händen bleibt und eben auch ja, mit Open Source eben passiert, das eben auch gewährleistet ist. Selbst sollte es Univention auch eben vielleicht morgen nicht mehr geben. Ja, ich hoffe es nicht, ja, dass es eben nicht dann von heute auf morgen heißt, so, das war's, es gibt keinen Support mehr dafür. Wir haben eben das Glück, dass wir viele Partner auch weltweit haben, die sich eben mit dem Produkt auskennen und prinzipiell kann es eben auch jeder weiterentwickeln. Wie gesagt, es ist nicht ganz einfach, wenn man sich an die Zahlen schaut. Das Produkt ist nicht ganz klein und vielleicht das noch eben. Es ist eben auch nicht irgendwie eine kleine abgeschlossene Webanwendung, sondern es ist eben wirklich der vollständige Stack. Fängt unten beim Linux-Kernel an, über die ganzen Zwischenschichten, über Netzwerke, über Dienste, Apache, DNS-Server, bis eben nachher oben hin zur Web-Anwendung. Und auch die Support-Fälle sind nicht immer ganz einfach, weil man ich bin der dann meistens gerufen wird, wenn es im Linux-Kernel mal wieder kracht. Und ich habe auch so einiges inzwischen gelernt. Aber es ist eine spannende Sache. Und wie gesagt, egal in welchem Bereich man unterwegs sein will, bei uns hat man die Gelegenheit, da auch einzusteigen. So. Von daher, wenn jemand gerade noch einen Job sucht, wir suchen, ich glaube, wie jedes Unternehmen, auch. Wenn ich da ein bisschen Lust gemacht habe, dann gerne auch auf mich zukommen. Und ja, das Ganze kann man online angucken. Es gibt ein Demo-Portal, alternativ eben ansonsten auf der Webseite runterladen und angucken. Und das soll es dann auch gewesen sein. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Fragen? Zum Glück selten. Also ich könnte jetzt in meine Contributors-Liste nachgucken, wie häufig ich schon selber irgendwie da abgestiegen bin. Aber ein Problem haben wir gerade mal wieder aktuell von einem Kunden. Da gab es jetzt irgendwann ein Linux-Kernel-Update und das ist leider auch noch ungelöst. Und seitdem leitet aus irgendeinem Grund der Apache-Proxy die verschlüsselten Anfragen nicht mehr in das Backend-System weiter. Es ist bewiesen, wenn man den vorherigen Linux-Kernel nimmt, ist das Problem nicht mehr da. Also es muss ein Linux-Kernel-Update sein. Aber was es ist, steht gerade noch auf meiner To-Do-Liste. Aber ansonsten zum Glück sehr, sehr selten. Und Das ist eine interessante Aussage. Da würde ich nämlich gerne mal mit meiner Frage reinhaken. Ich frage mich bezüglich eurer Versionierung. Das sieht für mich ja nicht so nach Semantic Versioning aus. Sprich, ich weiß zum Beispiel, kann mich noch daran erinnern, es gab UCS 4.2, 4.3 und quasi in dem Schritt von 4.2, 4.3 war ein Debian-Update und zwar kein kleines. Sodass ich von außen im Prinzip drauf schaue und mir denke, oh, das ist ja jetzt nur 4.3, aber unter der Haube, wumm, habe ich im Prinzip alles neu. Warum macht ihr das so? Warum mal, ja. Also es ist natürlich die große Spagat. Also wenn wir jetzt UCS 4.0 ist mit Debian Wisi rausgekommen und wie gesagt, wir haben so eine Zeitspanne für ein Major-Update von Pi mal Daumen 5 Jahren. Mit UCS 5 haben wir das deutlich gerissen, wie man hier sieht. Solange wird man also, glaube ich, es ist sehr schwer, wirklich für so lange Zeit Support gewährleisten zu können.
Also wenn man eben für die darunterliegende Distribution. Und für uns ist es eben, wo wir sagen können, okay, wir müssen eben aus dem Grund mit Debian irgendwie annähernd Schritt halten. Und wir gucken eben dann auch, wir probieren eben auch drauf zu gucken, okay, was ist der Unterschied? Und dann hängt es natürlich eben auch stark davon ab, so was macht man dann da drauf? Klar ist es eben dann ein großer Unterschied, wenn man irgendwie mal eben Debian 7 durch ein Debian 9 ersetzt und dann irgendwie alles neu ist. Plötzlich hat man irgendwie Systemd und alles ist anders. Für unsere Oberfläche oder zumindest die Schnittstellen, die wir eben dann nach außen bieten, für das Internet und Identity und Access Management, da garantieren wir eben API-Stabilität, wo wir sagen können, da machen wir eben größere Änderungen tatsächlich nur, wenn wir eben die erste Nummer hier erhöhen. Aber der Austausch einer Debian-Basis, und du hast jetzt genau das Beispiel gesagt, sozusagen, was das letzte kritische war, seitdem ist Debian auch noch deutlich besser geworden und wir haben deutlich weniger Probleme, eben auch mal die Debian-Basis darunter auszutauschen, weil eben auch Debian inzwischen einen sehr zuverlässigen Zyklus hat, in dem es einfach neue Versionen gibt. Aber ja, es ist jedes Mal ein Risiko und wir müssen eben auch drauf schauen, was da passiert. Aber wir sehen eben auch keine andere Möglichkeit, ansonsten irgendwie diesen Spagat hinzubekommen. Auf der einen Seite wollen und müssen wir uns weiterentwickeln, auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch eben, Firmen, Kunden lieben Stabilität und jede Änderung bedeutet Aufwand. Nicht nur bei euch, bei uns eben auch. Also so ein Debian-Update ist nicht mal in einer Woche gemacht, sondern das ist gerne mal dann plötzlich ein Vierteljahr Arbeit. Okay. Online sind keine Fragen. Ja, diese App-Marketplace. Und wenn ich jetzt einen UCS-Server habe und ich möchte meinetwegen den Nextcloud haben, wenn ich die Nextcloud installiere, sind denn da gleich die Plugins konfiguriert, dass ich eine LM-Anbindung habe oder eine OpenID Connect-Anbindung? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Also es gibt sozusagen ein Aufnahmekriterium für wer in diesen Marketplace rein will, wo wir eben sagen können, es bringt nichts, wenn dann eben das Nextcloud doch seine eigene, ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel her, seine eigene Benutzerverwaltung mitbringt. Das heißt, wir sagen eben, okay, das UCS-System ist eben für das Identity und Access Management da. Das heißt, Minimum ist eben zumindest eine Integration da dran. Würde in dem Fall heißen, okay, mindestens Anbindung ans LDAP. Problematisch wird es natürlich dann, sobald eben dann hier solche Anwendungen eben Zusatzinformationen brauchen. Wenn man eben dann auch sagen will, so was darf denn jetzt der Benutzer eben dann auch in Nextcloud? Weil dafür haben eben dann viele dieser Apps dann doch wieder ihre eigene Benutzerverwaltung, wo dann eben dran steht, darf dies, darf jenes, ist Administrator oder so etwas. Und da wird es dann schon wieder schwammig, sozusagen. Da unterscheiden sie sich, aber sozusagen unser Interesse ist eben dann zu sagen, okay, das führende System ist eben UCS, da habe ich meine Oberfläche, das ist das, mit dem die Leute arbeiten sollen. Aber natürlich haben wir jetzt eben nicht wir ersetzen nicht eine Oberfläche von Copano, sondern irgendwann verweisen wir eben an Copano und man ist dann eben mit Copano unterwegs und nutzt eben dann auch darin die Funktionalität. Aber ich habe dann ja ein UI, wo ich mir quasi Nextcloud installieren kann. Und wenn ich darauf geklickt habe, ist danach die LDAP-Anbindung an UCS dann schon getan? Oder muss ich ja, die ist getan. Okay. Und bei Nextcloud, bei Rocketshare zum Beispiel auch, also ich nehme an, das zieht sich dann durch. Genau, okay. Ja. Noch eine Minute. Cool. Scheint aber keine Fragen mehr zu geben. Ja. Dann nochmal vielen Dank und viel Spaß noch hier auf dem Kieler Linux-Tagen. Irgendwas sagen. Ich mache morgen früh um 10 Uhr einen Vortrag auf Basis UCS, wie man da